Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vor mir habe ich den Autogran, hinter mir fährt mein Kollege. Wir sind auf dem Weg nach Baumholder. Da stehen die zwei 7,40 Meter, 7,50 Meter langen Bürocontainer. Die werden wir dann laden. Jetzt die müssen erst auseinandergebaut werden, dann ausgeräumt werden und dann laden. Ja, also es gibt heute relativ, ich sag jetzt mal, die erste Tageshälfte wird relativ ruhig werden. Sorry. Katastrophe, echt. Ja, dann laden wir die Container und die gehen dann raus nach Mannheim in die ehemalige Kaserne. In die Spinelli-Kaserne oder Barracks oder wie auch immer. Da haben wir dasselbe Spiel wieder, da werden wir abladen und die Container dann aufbauen und ja, wahrscheinlich dann einräumen wieder, keine Ahnung. Das sehen wir dann. Das ist das, was ich bis jetzt sagen kann, was wir bis heute machen. Also was ich weiß, was ich halt heute mache noch so. Vielleicht kommt da noch was im Anschluss. Ich glaube es fast nicht, dass ich dann gehe davon aus, ich werde so bis so, ja. Ich hört sich jetzt blöd an, aber so, ich schätze mal 15 Uhr jetzt werden, bis wir in Mannheim leer sind und dann alles wieder zusammen, natürlich davon abhängig, ob wir helfen noch zusammenbauen oder ob wir nur abladen und fahren dann weg gleich, keine Ahnung. Ja. Gibt wieder ein sehr, sehr ruhiger Tag heute. Aber solche Tage sind auch mal schön.
Samstagmorgen ja in Mainz-Ebersheim den 938 geladen. Wir haben um 7 Uhr, kurz nach 7 haben wir begonnen. Ja, also was da normal ist ja, Samstagmorgen ist ja eigentlich meist ruhig, so bis 9. Und was da morgens schon um 7 Uhr los war. Deshalb haben wir es ja extra gemacht, samstags morgens, ja, dass halt wenig los ist, dass wir so wenig Leute stören oder halt beziehungsweise beim Fahren hindern, wie es halt nur geht. Ja, aber wäre eigentlich egal gewesen. Hätte man können auch am Freitagabend machen oder so. Wirklich. Gut, vielleicht sind viele, waren ja dann gestern diese Rosenmontagsumzüge. Ja, vielleicht haben viele noch einfach noch irgendwelche Vorbereitungen treffen müssen. Oder wollen, oder. War echt viel los, ey. Aber ihr habt es ja gesehen. In der letzten Folge. So. Hier ist es kalt, Mensch. Bei uns waren es heute Morgen, wenn ich es richtig gelesen habe, 7 Grad und hier haben wir jetzt halt nur noch 3. Wiesen sind auch alle weiß, ja, also es könnte kalt werden draußen. Steht hier eine Ampel? Tiefbett habe ich schon ausgezogen. Ja, also ich bin 1,50 Meter länger. Habe eine Dreiechse dran. Sollte normal reichen. Ich glaube 6 Meter hatte ich und 1,50 Meter ausziehen. Wie gesagt, ich glaube, das sollte reichen. Aber nicht. Ziehen wir halt noch einen halben Meter aus. Oh, Schaggy, da ist gerade Radkap verloren. Der Kran hat gerade eine Radkappe, eine Radmutterabdeckung verloren. Werkstatt ist auch hinter dran, okay. Das ist die Werkstatt. Könnte auch sein, dass jetzt kommt ein leerer Sprinter quasi hoch. Und weil die in den Container sind noch Schreibtische und Stühle und normale Tische und so Kram. Also das räumen wir auch alles noch aus erst.
hier diese beiden nehmen wir mit. Bleib hier vorne einfach stehen jetzt. Hier vorne bleibe ich einfach stehen jetzt. Gucken wir mal. Es läuft, was läuft. Ich ziehe mal mehrere Jacken an. Bis gleich. GoPro-Aufnahme stoppen. So, schon haben wir geladen. Mal gucken, ob ich hier drüber komme. Wollte ich rechts runterfahren. Ich denke, ich werde hier aufsetzen. Aber fahre rechts runter und fahre dann rückwärts hoch, dass ich vorwärts wieder Richtung Ausgang stehe. Thomas, du kannst reden. So, ich werde das nächste rein.
Scheiße. Ja. 10x6. Dann fahr mal schnell. Bring ich die noch schnell mit nach Hause. Ja. Mach ich. Ach ja, so. Die Flacko machen wir an. Müsste sie eigentlich nicht anmachen. Ich bin keine 3 Meter breit. Aber ich mache sie jetzt halt an hier, wo ich hier durch die Engstelle fahre. Machen wir mal gleich noch Licht an. Ne? So, Reguliereiser. Das Handy können wir noch ein bisschen laden. Was das hier jetzt ladet. Ladest du oder ladest du nicht? Hello. Na? Hopp. So. Das jetzt alles noch raus, zu es halbwegs gut geht. Ja, dann bin ich so bis 6:30 bin ich dann zu Hause, schätze ich. Gewesen hier, ne? Sollte halbwegs passen. Morgen mit den beiden Bürocontainern. Ja, die waren halt noch nicht leergeräumt. Die haben wir erst leergeräumt, dann haben wir sie quasi auseinandergebaut. Oder auseinanderbauen müssen. Bis dann alles verladen war und so und dann, ja. War ja auch schon fast 13 Uhr, wie als wir in Mannheim ohne waren. Dann haben wir dasselbe Kram wieder quasi rückwärts und um 3:30. Was weiß ich, 3:15, 3:30 so um den Dreh. Waren wir dann in Mannheim fertig. Ja. War ein bisschen langwierig, war ein bisschen langweilig, man konnte halt wenig zeigen oder es gab wenig zu sehen. Habe ich heute Abend dann wenigstens noch die Raupe geladen, die nehme ich jetzt mit nach Hause. Ich weiß gar nicht, ob die runter soll oder ob die nicht runter soll. Auf jeden Fall, heute Abend geht sie mit nach Hause.
So, nochmal die Engstelle hier durch. Da kommt da kein Licht, doch, da kommt Licht. Na komm, also jetzt machst du aber in der Tür. Jetzt machst du aber inne, du. Dicken Hausfrauenpanzer fahren, vorne kommt schon wieder Licht, ne? Danke. Noch sagen, einen dicken Hausfrauenpanzer fahren, aber nicht mal eventuell auf die Idee kommen, mit dem Fahrzeug kurz auf den Bürgersteig zu fahren. Alles gut. Kann ja niemand perfekt sein. So. Das Schlimmste haben wir. Aua. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Aber was, das ist nicht für mich, oder? Das Klinken ist nicht für mich da. Gucken, ob ich da durchkomme. Jo. Schon lustig manchmal, oder? Ah, hey, da kommt ein ganzer Schwung Autos. Da kommt ein ganzer Schwung Autos. Als weiter. Siehst du mich, ja? Alter. Ein bisschen nachlenken. Ich muss, hätte müssen wahrscheinlich nicht, aber ich habe es jetzt einfach gemacht, dass mein Heck hinten gleich auf die linke Seite kommt.
über ein beschissenes Eck hier. Die kommen da meistens von oben runter geflogen. Das ist oft nicht mehr schön. Oft. Naja, egal. So, bin jetzt Rockenhausen wieder draußen. Ich, wie gesagt, wollte jetzt noch nach Hause. Es ist 6:02. Sehen uns morgen früh. Ich brauche heute Abend nichts mehr. Eigentlich wollte ich noch tanken und abladen, aber das hätte ich vielleicht gemacht, wenn ich jetzt um diese Zeit zu Hause wäre. Wie gesagt, so mache ich heute nichts mehr. Mache ich alles morgen. Kommen am Mittwochmorgen. Es ist gleich 9 Uhr. Ich habe morgen zu Hause die Planierraupe habe ich abgeladen und jetzt bin ich auf dem Weg nach Geisenheim am wunderschönen Rhein. Geisenheim steht in 9:26 kompakt. Den lade ich dort. Allerdings keine Ahnung, ob ich den. Ich vermute, ich nehme den mit nach Hause. Baustelle ist ein bisschen kompliziert, sagen wir mal so. Nee, eigentlich nicht. Es ist nur, ich muss eine 3,80 Meter Brücke runter durchfahren. Die ist gemessen, die ist 3 Meter, ich weiß nicht genau, ich glaube 95 oder so war es. Ist die hoch? Ja, also sollte normal passen. Meine Fahrzeughöhe ist mit 3,85 Meter und ein paar gequetschte angegeben. Ja, also wie gesagt, sollte normal passen. Oh, wenn nicht, werden wir es hören. Stimmt schon wieder nicht her, dann bläst Luft rein. Wenn noch 50. Immer noch 50. Ich glaube, wir kommen auch um Blitzer da vorne irgendwo. Jetzt wieder 80. Das ist eigentlich die Baustelle und jetzt ist hier wieder 80. Ne? Egal, alles gut. Ich fahre jetzt hier noch ein Stück am Rhein entlang. Ich werde jetzt einfach mal die Kuh schalten.
Kasse. Alles klar, dann muss ich hier schon raus. Ich glaube, ich muss die nächste raus. Ne? Die nächste muss ich raus. Ja. Die nächste muss ich raus. Überall Wasser. Rechts der Straße. Ja, also Boden ist quasi voll. Ich muss auch nicht diese raus, ich muss noch eine weiter. So, dann haben wir es. Die Kollegen haben gesagt, es wäre einfacher, ich fahre den Weg, fahre das Tor, wo ich rein muss, halt quasi rückwärts rein. Ja, ich gucke einfach mal. Laut Google Maps kann ich da noch, könnte ich da noch mal drehen vorne dran, aber ich weiß halt nicht, ob da auch gerade zugeparkt, Baustelle, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, die fahre ich jetzt raus hier. Jetzt die Brücke, steht 380 dran, soll höher sein. Das sollte schon hinhauen. Das sollte schon hinhauen. Brauchen wir noch nicht. Gleich hier, wenn ich jetzt fahre, kreisel gleich die erste raus und gleich hier dran links ab. Müsste die doch nicht, oder? Das ist hier die Einfahrt? Nee. Vorne ist die Einfahrt. Da, wo die ganze Spur rausgehen, da muss ich rein. Alter Schwede. Okay. Hoch genug die Brücke. Alter, ob ich da mit dem Bagger rauskomme, leckt mich am Zügerli. Gut, vielleicht bin ich da auch nicht doof. Angefahren. Alles. Ich höre mal nichts. Na, das ist natürlich eine Baustellenzufahrt und macht kein Parkverbot hierhin. Ne? Das ist natürlich das Allerbeste. Das macht auch Sinn. Das macht auch Sinn, sowas. So. Kommt ihr gleich auf der rechten Seite ein grünes Tor. Und da soll ich rückwärts reinfahren. Hier schon, oder was? Laut Spuren, ja. Laut den Spuren, ja. Ja. Da
klemme ich vorwärts eh nicht rein. Gucken, dass ich rückwärts reinkomme. Siehst du ja wieder gar nichts, ne? Siehst du ja wieder gar nichts hier. Fürs Warnblinken. Ich glaube, ich fahre hier gerade ans Tor. Ja? Nee. Ein bisschen Luft haben wir noch. Hier vorwärts rumkommen später. Steht ein Bagger, das ist nicht unsere. Na komm, fahr. Fürs lange Warnblinken. Das wird schon wieder lustig, glaube ich. Da hinten steht noch ein Bagger, da steht noch eine Ramme. Ramme oder ein Bohrgerät. Da müsste ich hin, denke ich. Hier hatte ich eigentlich gedacht, dass ich hier drehen könnte, aber das ist unmöglich. Zurzeit. Auto gefahren. Nee, scheinbar nicht. Ja, ne? Au.
sehen. Sehe ich die Backe, Mülleimer. Viel zu nah hier dran. Ich bin viel zu nah hier dran. Knapp. Kann ich hier nicht reinfahren. Backe hätte ja Gummiketten, ne? Da wird sogar richtig rum. Ne, steht falsch rum. Scheiße. Moin. Angefahren gekommen, er hat gesagt, ich könnte, wenn ich hier rechts rausfahre, hier rechts hoch, dann könnte ich da oben drehen. Also er dreht da auch immer. Ist mir lieber, wie ich mich jetzt hier vorwärts gleich links rum das Tor halt rausquälen muss. Hab mich schon genug gequält mit dem ganzen Löffel. Hier hoch, ne? Das weiß natürlich nicht.
Bus da vorne steht absolut untalentiert hier. Ja. Du siehst doch, dass es nicht reicht. Genau, fahr der Auto weg. Ich komme ja so kaum hier durch. Sollte jetzt reichen. Sollte. Hier rechts raus. Ein Kollege steht hier ohne drin, okay. Ja, wenn ich so fahren könnte wie der hier, der ist hier rechts hoch und ist die nächste wieder rechts rein, aber da werde ich nicht rumkommen. Da werde ich nicht herumkommen, vermute ich mal. So, wir gucken, dass ich tot raus bin, dass ich mein Heck hin herumlaufen lassen kann. Ui, eine Pfanne in der Grabe. Das reicht jetzt nicht, ne? Warte. Doch, müsste reichen einmal. Ich bin doch so weit draußen. Aber haarscharf. Aber haarscharf. So. Gucken, wo der Kollege herumgefahren ist, wenn. Da komme ich mit Sicherheit nicht rum. Da komme ich mit Sicherheit nicht rum, wo der gerade rauskommt. Ein ganzes Stück hoch und dann sehe ich die Spuren. Schade, ne? Schade, also hier reicht es definitiv nicht. Vorne wird die Straße breiter. Vorne parkt alles voll, jawohl, perfekt. Ein ganzes Stück hoch, aber wenn ich hier dann im Ort bin. Ja, komm. Zeig mal an hier. In der Art, ne? Da wird da rein. Vorne ist eine Kreuzung. Da vorne ist eine Kreuzung. Ja, da sind Spuren, definitiv. Kann ich da nicht hier dort runterfahren? Sorry. Thank you.
hoffe, dass das hinhaut. Stein steht er. Komm, dann fahr halt auf, Falle. Ach Gott, sowas mag ich ja gar nicht mehr. Das mag ich ja gar nicht. Halt. Dass wir hier in 40 Tonnen Bagger herfahren, zur Baugrube rausmachen. 100%ig. 100.000%ig fahren wir hier in 40 Tonnen Bagger her. Hunderttausendprozentig. 10:12 Uhr, ich bin auf dem Weg nach Hause. Jetzt sollte ich abladen, so war der Plan, und sollte dann wieder nach Hallgarten den Königstiger, den Holzeiter da quasi laden. Jetzt ist bei uns in Völklingen ist ein Radlader kaputt gegangen. Heißt, ich lade jetzt den Radlader, der hier im Hof steht, bei uns, den lade ich jetzt und fahre den nach Völklingen. Der Kunde, leider Gottes, den muss ich absagen. Es tut mir echt leid. Der Radlader, den ich jetzt laden sollte, war ich jetzt noch mal schnell in der Werkstatt. Der hat eine Fehlermeldung ausgeschmissen. Ja, jetzt haben wir mal kurz geguckt, also der Fehler war, ich habe Gas gegeben und das Gas ging einfach aus. Also das Fahrpedal war noch komplett durchgedrückt, aber er hat kein Gas mehr angenommen quasi. So. Ja. Jetzt machen wir es halt, jetzt fahren wir halt nochmal rüber. Fehler ist jetzt halt weg. Der Motor hört sich nicht gut an irgendwie, ich habe keine Ahnung.
Naja, jetzt laden wir das Ding und dann fahren wir nach Völklingenhausen, den 566, den bringe ich dann mit, beziehungsweise der geht gleich Landstuhl rüber in die Werkstatt. Gucken wir mal. Ich fahre mal drauf. Thank you.